Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Walking Death No Man's Land. Der Motor ist wieder da, wir starten das Spiel. Geht's wieder los mit der Ticketjagd? Ich habe auch schon ewig nichts mehr gewonnen, schon seit über ein halben Jahr. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Haben die mich da blockiert? Habe ich schon so oft gewonnen oder? Ich weiß es nicht. Sound ist ein bisschen leise. Da. So. Alles einstellen, Licht anmachen, fertig ist es. Und dann kann es jetzt losgehen. Oh, wieder viel Bass drin. Meine Frau war wieder am Rechner. Gut, was wir heute wieder machen werden, sind die Dailies. Bei dem Spiel sind die Dailies ja immer ziemlich schnell. Ich hatte das gestern schon mal als Daily gehabt, aber da ich ja nur noch in der Woche aufnehme. So viel was. Da ich ja nur noch in der Woche aufnehme. Ja. Hab das gestern ja nicht gesehen. Training abgeschlossen. Schön. Level 10. Dann fehlt nur noch einer, war das, glaube ich, jetzt. Verbessern. Ach, ich wollte den doch nicht nochmal verbessern. Na egal. Training. Keiner mehr. Es hat sich alles hier ein bisschen geändert, die Aufmachung. Es gibt jetzt hier auch noch Unterstützer. Brauche ich aber erst die Marke. Achso, ich war schon bei Training. Überlebende Level 10, hier ist Level 9. Nächste Stufe trainieren. Ich habe zu wenig Sheriff-Sterne. Diese Sterne fehlen mir noch. Dann müssen wir mal ein paar Sterne sammeln gehen. Erstmal schauen, was die Daily ist. Hier oben auf dem Pokal sind die täglichen Quests. Das sind noch die von gestern. In 2 Stunden geht es erst los. Ha. Was mache ich dann jetzt? Tödliche Beißer töten. 20.000 schaffe ich nicht. Verbessere das Rathaus auf 12. Schaffe ich nicht. Töte 1000 schaffe ich auch nicht. Das andere alles fertig. Erhalte 1000. Dann habe ich eine Idee. Dann machen wir einfach die Mission weiter. Erstmal brauchen wir Sterne. Sterne, Sterne, Sterne. Da ich ja keine Quest mehr gerade hier habe, kann ich ja meine starken Leute nehmen. Ich habe letztens gegen einen verloren, ein PvP-Spiel, und der hatte 4 Sterne, aber war nur Level 7. Ich bin Level 10, habe 3 Sterne und ich war schwächer wie der. Das war schon ganz komisch. Kurios, kurios. So, einmal da. Einmal da. Und der. Ich mit dem. Warte mal. Erstmal. Gehe ich mit Sally. Okay. Gehe ich mit Sally dahin. Schieße auf den. Ach, wusste ich doch, dass die alle überleben. Okay. Jetzt sind alle down. Jetzt ganz schnell die Kofferräumchen öffnen. Hallo? Ah, das schaffe ich nicht. Ach, der.
Ich kann mit denen nochmal hinlaufen. Ist gut, gut. Die Beißerrunde fängt an. Okay. Schaffe ich doch nicht durchzulaufen. Deswegen muss ich mit denen erstmal hier hinlaufen. Ach, ich weiß nicht. Wenn ich den nicht mit einem Schuss töte, dann bin ich dran. Dann machen wir es lieber so. Vielleicht gibt er ja noch um. Nee. Okay. Komm, den einen. Machen wir auch noch platt. Sind alle down. Rennen durchs Ziel. Zack, perfekter Sieg. Und das war auf hart gewesen, ne? Gut. Können wir uns. Wie teuer war das? Eine ausbilden. Sally war das. Ich sag mal 50.000. Sonst sind alle. Ah, hier, Tiffany auch noch. Auch 50.000. Tiffany. Ich glaube, ich müsste mal hier noch was ändern. Ich habe da zwei. Ja, okay, die sind Level 1, ne? Ich bin am Überlegen, ob ich meine starken Leute lieber zum Außenposten schicke. Und weil die beschützen ja immer meine Dingens, meine Truhen. Ah, Staffel 11 ist das. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Ich brauche noch die hier. Ist doch hart, oder? Ja. Ich brauche noch mehr. Noch mehr. Bam. Alle down? Jawohl. Überlebt, das gibt's doch nicht. Oh, 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 das wird schwer. Das wird schwer. Jetzt kommen die Zombies. Nein! Nein. Ach. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das? Den greift an, Daryl. Okay, das ist gut. Jetzt stehen alle schön in der Reihe. Perfekt.
schnell durch. Zwei Verletzte. Ah, das sind nur zwei Sterne. Level 13. Huiuiui. Fühlst du gut die Sachen für mich? Nochmal durchspielen. Ach, hart, hart. Mission. Ach, warum gehe ich auf Mission? Hart, das. Das meinte ich. Jetzt habe ich ein Problem. Die letzten drei kann ich nicht nehmen. Die sind beim Außenposten. Komm, dann nehmen wir mal Tiffany oder Jolanda. Nehmen wir Jolanda. Hab schwere Gegner. Die sind schon alle Level 12. Ich bin gerade mal Level 10. Okay, da haben sie zwar überlebt. Ach, Mist. Was habe ich da eigentlich vor? Der hätte hier sein müssen, einer, ne? Na komm. Lander, wir müssen nicht opfern. Okay, das ist gut. Jetzt kommen die Zombies. Das sieht ja auch ganz schlecht aus. Und wieder zwei Verletzte. Vielleicht kann ich gar nicht mehr spielen. So viele Verletzte habe ich. Ist noch ein Grauer da. Dafür müssen wir den hier. Da, wo könnte er sein? Hier ist hoch. Hier ist hoch. Ich würde sagen, einen von den beiden. Ist da mal bestimmt da gewesen. Bestimmt. Kommen sein muss nicht sein. Ah, wir können einen ausbilden. Das ist gut. Sally ausbilden oder erstmal. Nehmen wir erstmal Tiffany. Trainieren. Shop kostenlosen Geschenk abholen. Oh, gestern war mehr. Gestern hatte ich drei Geschenke gehabt, heute nur eins. Na gut. Haben wir noch hier Funk? Wir haben 12 Funkgeräte. Ich brauche 15 für Dreier Auswahl.
Ballausfall ist mal ein bisschen doof. Ist auch nur ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne. Das ist natürlich noch besser. Wie viel brauche ich dafür? Video ansehen. Die habe ich schon, die Sturmklasse. Ist aber bei mir noch gesperrt. Ganz komisch, ja. Ich habe Abraham, der ist Sturmangriff, aber ist noch gesperrt. Erst ab 9. Ab welchen 9 war das? Nochmal kurz gucken. Wo war das gewesen? Wo war das? Am Funkgerät. Fähigkeit in der Schulangriff kann bis zu 15 Weißern betäuben. Schließe Kapitel 9 ab. Kapitel 9. Kapitel. Okay, da haben wir ihn hier. Und hier haben wir. Wen nehmen wir hier mit? Alle verletzt. Henry, sowas haben wir gerade schon mit. Nehmen wir den hier mit. Oh, die. Zwei Nahkämpfer, ein Tank, ein DD-Nahkämpfer und ein Fernkämpfer. Ich mag die Fernkämpfer am liebsten, nur leider immer wenn mit dem Fernkampf rumballast, kommt hier unten ein zusätzlicher Zombie. Zack. Jede Runde Zombies. Runden. Oh oh. 1, 2. Das muss doch fertig sein. Jawohl.
So. Den stellen wir. Dahin. Müssen den abschießen. Weil sonst ist Glenn gleich down. Es wird Sally angegriffen. Schon komplett fertig. Meine Helden sind alle verletzt. Da muss was anderes machen. Okay, dann war das auch fertig. Naja, fertig nicht, aber fürs erste Mal. Fürs erste Mal sind wir fertig. Ich werde jetzt noch schnell mal meine Leute anpassen mit den Außenposten. Ich werde einfach die Starken zum Außenposten schicken. Verwalten. Genau. Standort ändern. Verteidiger ändern. Henry. Und wer ist der beste Schütze? Drei, außer einen Helden natürlich nicht. Gibt es keinen guten Schützen? Es gibt keinen guten Schützen. Sally hat 2 Sterne. Und dann hatte ich nur noch Ramon. So, 3 Sterne. Bestätigen. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal Station ändern. Okay. Nehmen wir ein Lake oder Warenhaus. Soweit bin ich noch nicht. Kann man sich auch nicht anschauen. Da, ja, Lake. Bin dann See. hier haben wir 1. 1 von 4. Da finde ich das eigentlich am besten. Da ist alles versteckt. Du siehst gar nichts. Da kannst du alles sehen, kannst auch durchschießen. Wäre es gut, wenn du hier Scharfschützen hast und die stehen hier alle ringsherum. Ja, okay, da ist die Tür offen und hast sofort die Fahne, da hast schon mal einen Unentschieden. Das wäre auch okay. Du musst dann erst hier durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Also der ist richtig schlecht. Den haben wir gerade geschaut. Mit denen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier genau das gleiche. 1, 2.
glaube, der ist eigentlich immer scheiße. Hier bist du 1, 2, 3, 4 Felder. 2 Felder, 2 Felder, 3 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist bislang der noch am besten mit 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 2 schon mal sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das ist der gleiche wie der hier. Also 4, 2 schon mal merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind dann 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gleiche. Ne, der war doof. Also 4, 2. Das ist bislang das Beste, der weiteste Weg. Und dann müssen wir natürlich machen, dass die von hier aus zu dieser Flagge nicht so schnell kommen. Ja, da ist natürlich nichts dabei. Das sind 4, 4, 4 oder 5, 5, 5, 5, 5. Alles 5. Und die Zombies kommen ja dann hier alle raus später. So sind sie auf jeden Fall gut versteckt. Könnte ich hier meine Zombies drin verstecken. Meine drei Verteidiger besser. Ja, die Verteidiger steche ich ja nur hier rein, nicht die Zombies. Da ist alles offen, da kannst du immer alles sehen. Kann man nichts verstecken. Hier kannst du ein bisschen verstecken. Da auch. Also den will ich am wenigsten sagen. Der ist okay, 2. Ah, nee, der nicht. So eine große Fläche hier. Der ist ein bisschen besser, also 4 oder 2. Wenn er da steht, kann er hier gucken. Der sieht das Feld nicht, aber die anderen Felder. Da sieht man hier alles. Dann nehme ich 2. Entschieden. Verteidiger platzieren. Das sind die beiden Zombies. Abbrechen. Immer so drücken. Gut versteckt, gut versteckt. Man sieht die nicht vom Anfang an. Man weiß nicht, wo die sind. Also den einmal. Den sieht man sofort. Und die Verteidiger sind dann auch hier alle nicht versteckt. Da ist der Schütze. Das ist voll doof. Machst du die Tür auf, Schütze da und hier ist erst der Tank. Ja, das. Nee. Wenn du müsst der Tank hier vorne irgendwo sein. So wie das hier. Problem ist, dann ist der aktiv, die kriegen das noch nicht mit und machen da noch eine Party. Das wäre gut. Versteckt. Den sieht man erst, sobald man die Flagge geholt hat. Und der wartet, bis er noch mal Ecke kommt. Aber das gefällt mir bislang am besten. Mit ABC ganz rechts.
Nee. Ich lasse das mit dem ABC ganz rechts. Wann kommt denn das wieder? Oh, das war auch gerade. Das geht auch. Wenn da mal geht, zack. Obwohl, wenn einer da steht, kann ich direkt zur Flagge laufen. Da wartet er dann die ganze Zeit. So wäre das auch gut. Ja, okay, da sieht man den. Ich schaue jetzt, bis hier wieder blockiert ist mit A. Und auch die anderen dann hier drin sind. Ah. Blockiert A. Ja, wenn er da steht. 1, 2, 3, 4, 5. Obwohl er läuft ja schräg, das ist ja 1, 2, 3. Aber auch schon mit 5. Nee. Genau falsch rum. Lass ich das so jetzt. Ist der ein Tor? Alles super versteckt. Perfekt. Die hätten vielleicht umgekehrt sein sollen, aber kann man die tauschen? Abschließen. Perfekt. Dann mache ich mal einen Überfall. Außenposten verwalten, haben wir gemacht. Standort ändern. Belohnung abholen. Haben wir schon. Überfall. Yippie, den Überfall. Daryl, Sally. Und ich brauche einen Tank. Dann nehmen wir hier Billy. Alles mit Scharfschützen. Okay, man weiß, da ist zum Beispiel ein Zombie. Oh, da sind jetzt zwei. Warte mal, dann nehmen wir die und schießen. So lang. Ich glaube, 7 Runden hat man insgesamt immer Zeit. Erstmal dahin laufen. Den Zombie zur Seite schieben. Alarm auslösen.
rennt. Gut. Oh. Billy. Billy. Der wird. Komm ich nicht hin. Einer down. Gut, dass er auf die Zombie schießt. Schießt er hier einmal rum? Nee. Runde habe ich alles. Drei Züge noch. Ich habe hier noch drei Züge. Dann kann ich ja noch ruhig alles kaputt machen. So, Daryl, lauf! Zwei Züge noch. Und gewonnen. Super. Zwar sind wir zwei schwer verwundet, der eine angeschlagen. Aber passt schon. Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal fertig. Dann will ich jetzt nur mal gucken. Sogar ein paar Zombies. Dann will ich jetzt mal schauen nach meinen Sachen. Ich habe hier zwei Sterne, sowas kommt bei mir nicht in die Tüte. Das wird zerlegt. Zwei Sterne zerlegen. Hier haben wir alles schon vergeben. Ein Stern. Den Elfer können wir noch gebrauchen. Der hat auch drei Sterne. Alles vergeben. Ein Stern zerlegen. Zwei Sterne zerlegen. Das andere ist alles schon vergeben. Oh, eine legendäre Waffe. Die kann ich aufwerten. Muss ich das? Ich muss erstmal schauen. Weil ich kann ja die Sachen immer nur dreimal aufwerten. Zum Beispiel, ich habe das Gewehr dreimal aufgewertet. Da konnte ich nochmal eine Spezialaufwertung machen, weil es halt eine Spezialwaffe ist. Also ich konnte den sogar viermal aufwerten, aber ja, der ist jetzt nur Level 7 plus 1. Also Level 8. Den kann ich gar nicht mehr aufwerten, der ist Level 11. Also da bringt eigentlich nichts mehr. Eigentlich. Weil ich jetzt eine Level 9er Waffe habe, werde ich die auch auswechseln. Zwar macht die hier 30% mehr Schaden,
wenn sie von zwei Bereichen vor mir stehen, stand da. Naja, dann schauen wir mal meine Leute an. Wenn hier so ein Ausrufezeichen irgendwo ist, das heißt, wie bei Glenn, den kann ich verbessern. Zum Beispiel mit der Rüstung. Nochmal nachgucken, ich habe da was übersehen mit 1. Ach hier, runterscrollen, kommt noch viel mehr. Ach, den kann ich auch eigentlich wegschmeißen. Da runterscrollen ist nichts. 6, ich kann den zweimal aufwerten nur. Nicht dreimal. Ah, brauchen wir die Sonderfähigkeiten dann. Naja. Okay, jetzt noch mal schauen. Jetzt gibt es hier nichts mehr, was ich auch wechseln kann. Bei Glenn war ja das Problem, ich konnte den gegen einen Stern 1, war mit dem Level höher, deswegen macht er auch mehr Schaden. Der hat aber nur einen Stern. Ist eigentlich auch dann ganz gut, aber den kannst du wirklich nur für ein, zwei Level gebrauchen. Und meistens, wenn du was Blaues hast oder so, sind die dann auch sowieso stärker als die grauen Gegenstände. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's schon wieder für heute. Ich habe zwar noch 6 mal Benzin, ich könnte noch was machen, aber meine Leute, die sind alle so ein bisschen angeschlagen. Ich könnte noch mal hier die 8 probieren. Eins, zwei, drei. Ich habe keinen Helden. Alle drei Helden sind angeschlagen. Und das ist schon eigentlich wichtig, die Helden. Wie sieht es bei denen aus? Schwierigkeit 10. Nee. Und bei denen? Schwierigkeit 8. Kapitel geht schon mal nicht weiter. Sammlung können wir normal spielen. Sind auch noch alles Nahkämpfer. Warte mal, einen Scharfschütze. Ja, Ronny ist noch da. Jetzt haben wir nur noch Leute, die ich nicht benutzen kann. Anderen sind alle angeschlagen. Also ich kann mit den drei nochmal eine Runde spielen, oder zwei Runden, wenn sich keiner verletzt. So, jetzt kommt der hier. Ronny. Ronny, der macht's schon. Down. Okay, wo kommen die Zombies? Keiner hier. Ist gut, dann kann ich durchlaufen zur nächsten Runde. Dann bei denen hier noch.
wieder falsch. Hat schon wieder 40, ich brauche 50.000. Also nochmal eine Runde damit. Zack, alle weg. Da kann ich so weit laufen, der Jakob. Und der hatte mal zwei Schläge, das ist gut. Okay, und wir sind im Ziel. Nein, lauf mal schnell durch. Können auch ein bisschen Zombies abknallen, bringt mir aber nichts. Sagen, das war's schon wieder für heute. Naja, was heißt schon wieder? Wie spät ist denn das? Ja. 20 vor 1. Noch einmal hier alles abholen. Und dann mal schauen, wenn das Spiel das nächste Mal wieder dran ist. Vielleicht bin ich dann noch weiter. Gut. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal dabei seid. Jetzt hole ich mir noch das Ticket ab. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.